So. Das wird alles gleich eingeschmolzen. Rein, 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 rein. So, squee. Squee. Da, Squeezer. Ein Sturdy Casing. Bitteschön. Ich brauche gleich mal einen zweiten. Den brauchen wir nicht auf andere Maschinen. Und ein Squeezer. Das war's schon. Jetzt brauchen wir allerdings Invar. Dafür brauchen wir Ferrous. Nein, Nickel. Nick. Hallo, Nick. 7 Stück. Und Iron. Immer wieder das arme Iron. Da. 7, 7. Die Ratio war, glaube ich, eine andere, aber den Überschuss können wir einfach dann rausholen. Molten Platin. Kommt denn das Platin auf einmal her? Ich dachte, ich habe nur Aluminium reingeschüttet. Egal. Das holen wir auch. Warum wird das weniger? Was zur Hölle? Was ist da los? Mein Platin! Hör auf! Stopp! 39. Das ist ein sehr komischer Bug. Füll. Okay. Ich dachte schon, wir hätten gerade 20, 30 Ingots Platin verloren. Das, also nicht, dass wir Platin wirklich brauchen, aber es sind Platinblöcke, verdammt. Die kann man doch nicht einfach so wegkippen. So, du rein, du rein. Wir kriegen jetzt gleich Invar raus. So. Aluminium hätte ich gerne auch noch. Raus, raus. So. Den Squeezer hätte ich gerne wieder abgebaut. Der gehört woanders hin. Dann bauen wir gleich den Magma Dynamo. Dann hat der Squeezer auch Energie. Und dann brauchen wir nur noch einen Zulauf, dass Samen da reingepumpt werden. Ein Problem, das ich jetzt sehe. Ich weiß nicht, ob der Harvester die Samen mit reinnimmt und ob es da wirklich einen Überschuss gibt. Nächstes Problem, das ich sehe. Eventuell versqueezen wir dann irgendwann alle Samen und haben nicht mehr genug neue zum Setzen. Das wäre doof. Wobei ich glaube, der Planter hier unten hat einen internen Storage, der recht groß ist. Und da klaut das im E-System ja nichts raus. Das heißt, es müsste da eigentlich hinhauen. Ja, okay. Invar 33, das klingt doch gut. Raus, 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 raus. Dann stellen wir gleich noch ein paar Invar-Zahnräder her. Und ich versuche gleich mal mehrere Magmatic-Dynamos auf einmal herzustellen. Weil die brauchen wir immer, 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 immer wieder. Vor allem später, wenn wir unsere riesige Dynamo-Zentrale aufbauen für Stromversorgung, werden wir da Dutzende von brauchen. Also, dich zerlegen wir. Dich zerlegen wir. Dich zerlegen wir. Rein da. Okay, wir hätten gerne Magmatic. Ja, komm. Da, Magmatic Dynamo. Dafür brauchen wir die da. Davon hätte ich gerne 1, 2, 3, 4. Erstmal 4, das heißt, wir können 2 herstellen. 1, 2. Jo, passt. Dann machen wir es nochmal. Aha, hier ist schon das erste Problem. Okay, wir haben nicht genug Invar wieder. Das heißt, ihr kommt wieder zurück nach oben. Und wir versuchen uns daran zu erinnern, dass wir später noch mehr Invar brauchen. Jetzt aber erstmal den Squeezer. Wo soll der Squeezer hin? Ich hätte ihn eigentlich direkt hier gerne neben dem Harvester. Das macht Sinn. Wir könnten es eigentlich sogar dahinter packen. Also hier. Dann kommt da die Lava an. Da kommt. Oh, das ist ein bisschen zu tief, oder? Ja, ist zu tief. Du. Fall mal bitte hoch. Yeah. Springe. Okay, komm her. Was teures Invar drin. So, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, weil das ist so. So. Weg, weg. Hier kommt jetzt du rauf. Und da kommt jetzt der Squeezer rauf. So, du müsstest jetzt Energie bekommen. Access Control Recipe.
brauchst gar keine Energie? Warum hast du keine Energieanzeige? Du bist komisch. 0 von 400 MJ. Warum? Ah, da kommt jetzt gerade Lava an. Ja, die Ducts sind einfach nur langsam. Also gut. Das heißt, hier kam. Kann ich jetzt ja auch schon mal bauen. Hier kam der nächste Dynamo hin. Hier kam der Harvester hin. Der hat hinten den Ausgang. Das ist vielleicht doch nicht ganz so gut, wie ich dachte. Ja, das werden wir ein wenig komisch bauen müssen. Also, hierhin kommt der Harvester. Dahinter kommt eine Kiste. Auf die Kiste oder unter die Kiste. Ich denke hier unter die Kiste. Unter die Kiste kommt ein ME-Importer, der das Ganze ins ME-System einsaugt. Und das Ding hier bekommt dann von der Seite irgendwo einen Exporter für die Samen. Ich dachte mir, das könnte ich alles in einem Block machen, aber das geht sich platztechnisch nicht auf. So, und jetzt würde ich echt gerne wissen, warum hier keine Lava ankommt. Wir haben doch zig. Ah, warte mal. Runter, 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 runter. Wird kein Obsidian mehr hergestellt? Nein. Die Lava wird. Ah, Problem. Die Lava versucht zuerst den Tank da zu füllen. Und erst wenn der voll ist, geht es nach da hinten. Ah. Das ist das Problem an den Ducts. Ich hätte gerne Kabel. 39 Stück. Und dann nehme ich einfach einen Fluid Export Bus. Also, ich brauche Koppel. So, und das sieht doch schön aus. Alles grün. So, dann hätte ich gerne hier wieder so eine komische Koppelkonstruktion, die doof aussieht. Ja. Oh, zu hoch. So reicht völlig. Okay. Dann mache ich hier das Muster, was ich angefangen habe, mal weiter. Du bist genau in der Mitte. Richtig? Ich glaube schon, so hatten wir es irgendwie ausgerichtet. Das heißt, von hier aus geht jetzt ein Kabel zu der Plattform da hinten. So, dich weitermachen. Weiter, 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 weiter. Und dann können wir auch gleich den anderen da anschließen. Den Planter. Obwohl, für den haben wir keinen Exporter. Wir haben nur Fluid-Exporter dabei. Aber wir können seinen Dynamo schon mal anschließen. Dann können die ganzen Fluiducts da weg. So, das ist der eine. Dann brauchen wir noch einen Weg nach hier, um zum anderen zu kommen. Ja, es sind ein paar. Habe ich drei Exporter? Ja, habe ich genau drei Exporter. Sehr schön. Also, gib mir Kabel. Da. Kabel, Kabel. Kabel, 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 Kabel. So. Machen wir hier wieder einen Rahmen drumrum. Und das geht dann später zu denen hin. Du brauchst jetzt einen Exporter. Problem, wir haben kein Lava-Bucket dabei. Mist. Komme ich von hier aus irgendwie springen? Bringen. So. Ich hätte gerne einen Bucket. Okay, dann mache ich hier raus einen Bucket. So. Dann klaue ich mir aus dem ME-Tank ein bisschen Lava und laufe hier diese komische Konstruktion lang. Mann, Mann, Mann. So, du. Du füllst bitte mit Lava. Und das Ding kann weg. So. Dadurch habe ich jetzt ein bisschen Lava verloren, die im Duct war, aber pff. So. Dann gehst du weiter. Hier lang, die können alle weg. Weg, 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 komische Mario-Röhren. Dann kommt ein Exporter da drunter, ein Exporter da drunter, ein normales Kabel dazwischen. Und ihr beide kriegt auch ein Bucket. Ja, und sofort fängt es an zu leuchten. Viel, viel schneller. Sehr schön. Okay, das war's schon. Theoretisch müssten wir jetzt hier noch einen Exporter ransetzen und
da noch Importe und Exporte und alles mögliche andere machen. Aber das können wir später von oben? Nö. Das heißt, diese komische Konstruktion bleibt erstmal stehen. Ich setze mal ein paar Fackeln hier oben rauf. Damit es wenigstens ein bisschen weniger spawnt. So. Dann machen wir das weg. Und das ist unser neuestes Jumping-Puzzle. Wir springen darauf, wir springen darauf, wir springen darauf und können dann da oben weitermachen. Und jedes Mal, wenn ich die Dinger da sehe, denke ich, hier werden Creeper gespawnt, auch wenn die so klein sind. Das ist sehr komisch. Wir haben 800 Millibucket im System. Oh, okay, wir sollten dich mal höher schalten. Du saugst bitte etwas schneller ein. 14 Bucket, 19 Bucket, 23 Bucket. Viel besser. So, 50 Buckets im System. Goodie, goodie. Darauf essen wir einen Toast. Und ich gucke auf meine Liste. Meine Liste sagt: Storage Chips, Squeezer, Harvester, Smelter befüllen. Erstmal bräuchten wir noch mehr Fluid-Exporter. Aber das mache ich jetzt nicht. Erstmal gucke ich nach oben, was das Eisen macht. Jetzt, wo wir nicht mehr von Hand den Dust nachlegen müssen, dürfte da ja nicht mehr so viel schief gehen. Und wir haben 47 Eisen. Sehr schön. Mitkommen. Tin, Copper, Nickel. Aber wir stellen jetzt noch ein bisschen Invar her, was nicht so schlimm. Tin kann raus. Aber nur zwei Blöcke. Und ich laufe zum Squeezer. Nein, ich laufe zuerst hier hin und hole mir ein Seed. Oder ein paar Seeds. So. Dann bräuchten wir einen Fluid Import Bus. Da haben wir. Und den setzen wir neben den Squeezer. Das heißt, momentan müssen wir das Ganze noch von Hand reinschmeißen, weil wir keinen ME-Exporter hier oben haben, weil das müsste passen. So, hau rein, hau rein, hau rein. Warum arbeitest du nicht? Access Rules. Ja, jeder darf auch zugreifen. Ja. Brauchst du hier drin die Cells? Das wäre doof. Ich hätte nämlich eigentlich ganz gerne lieber hier, ne, ME-Zeug. Und zwar hätte ich gerne hier normales Kabel, da normales Kabel und hier ein Importer. Komm schon. Ich will keine Cells herstellen müssen. Du hast Energie. Ja, hast du. Oh nee, 0 Megajoule. Nein! Du arbeitest nicht mit RF? Thermal Expansion war eine Erweiterung zu Buildcraft. Warum? Und Forestry ist eine Erweiterung zu Buildcraft. Also warum vertragt ihr euch nicht? Ihr seid doof. Also muss ich jetzt. Magma. Keine Engine. Wir brauchen irgendwas anderes. Wir brauchen keinen Generator, wir brauchen einen, weil jeder Mod, es gibt jetzt doch recht viele Technik-Mods, und jeder verdammte Mod hat eine Art von Energie und hat eine Art von Energiegewinnung. Also Dynamos, Generator, ah, Engine war's. Da. Biogas, Clockwork Engine. Electrical Engine? Kein Rezept dafür da. Peatfire. Die sind alle deaktiviert. Was? Ich fühle mich dezent veräppelt. Wie stelle ich jetzt MJ her? Gut, also den Squeezer kann ich schon mal durchstreichen beim B auf der Liste. Da muss ich erstmal rausfinden, wie ich das RF zu MJ umwandle. Ich guck mal ganz kurz bei Thermal Expansion durch. Thermal. Nullifier Transmission. Cyclic Assembler. Ich sehe keine Konversationseinheit oder irgendwas in der Richtung.
Das ist sehr komisch. Gibt es noch anderen Squeezer? Squeegee. Das ist was anderes. Requires 5 Megajoule pro Tick von Forestry. Forestry. Clockwork Engine, Biogenerator, Beatfile Engine, Biogas. Nichts hat ein Rezept. Ja, da haben wir echt ein Problem, weil auch die ganzen anderen Sachen hier brauchen alle MJ. Also nicht, dass wir die unbedingt bräuchten jetzt gerade, aber die da brauchen wir, sonst können wir mit den Bienen nicht anfangen. Ich guck mal ganz kurz, ob im Questbuch irgendwas Sinnvolles dazu steht. Bees. Nö, steht nur bla. Ja, ich kann querlesen. Nö. Start by making a squeezer from forestry. You can power the squeezer with a conduit connected to a dynamo. Ah, the conduit will convert the RF into the MJ. Okay, also du. Weg. Wir haben gerade ein. Und ich komme nicht raus wegen. Oh, die Kabel sind auch doof. Okay. Hab nichts gesagt. Aber wir haben gerade ein Dynamo verloren. Weil der hier weiter nach unten muss.